Das hier ist eine Anmoderation für eine Late-Night-Show, während ich versuche, den Überblick zu bekommen, was ich an Mahlzeugs einpacken muss für den Umzug. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Themen, die jetzt kommen. Providence Band 1 sammelt eine Reihe von Comics von Alan Moore, bekannt vor allem für Watchmen und dafür, sich als eigenbrötlerischer Okkultist zu geben, und Zeichner Jason Burroughs. Nur 4 der 10 zusammengefassten Hefte gehören zur eigentlichen Reihe Providence. Vorangestellt sind die 2-Hefte-Geschichte The Courtyard und die 4 Hefte von Neonomicon. Aber alle 3 Titel und Reihen beschäftigen sich mit dem Cthulhu-Mythos und Werken von H.P. Lovecraft und übertragen sie in eine Welt, in der sowohl der Mythos wahr ist, als auch die Schriften von Lovecraft und anderen Autoren des Mythos existieren. The Courtyard und Neonomicon sind dabei nicht gerade zimperlich. In Courtyard begleiten wir einen rassistischen Ermittler und innerhalb der ersten Sprechblasen wird das N-Wort abgedruckt, also ist man immerhin sofort gewarnt, der einer seltsamen Droge auf der Spur ist, die Leute zu Serienkillern macht. Dicht an dicht werden Mythos-Referenzen aufgestapelt. In einem Club Sotique bietet ein Dealer namens Carcosa die gesuchte Droge an, während Bands mit Namen wie Yellow Sign oder Ulthar Cats spielen. Immer wieder verfallen Leute unter Einfluss der Droge in eine unbekannte Sprache und stoßen Worte und Silben aus verschiedensten Mythos-Referenzen aus. Erzählt wird das in einem ungewöhnlichen Format von senkrechten Streifen, die nur aufgebrochen werden, wenn die Droge in Frage wirkt und wir einen Einblick in den Geist des Erzählers bekommen, während der Mythos sich in seinem Hirn entfaltet. Courtyard ist fast schon vulgär in der Menge an. Schau mal, noch eine Lovecraft-Referenz, Details, die einem auf jeder Seite präsentiert werden und hat einen zutiefst unsympathischen Erzähler, was erst mit Blick auf die anderen Reihen Sinn macht. Neonomicon wird nämlich aus der Sicht einer FBI-Agentin erzählt, die gerade über eine Sexsucht hinweg ist und bei der Ermittlung zu denselben Phänomenen wie in The Courtyard in das Tun eines monsterverehrenden Kultes hineingerät. Ihre Geschichte wird grafisch in quergelegten Streifen erzählt, die öfters, aber auch nur für passende Szenen durchbrochen werden. Ihre zutiefst traumatische und mit Sicherheit einige Inhaltswarnungen würdige Begegnung mit dem Kult macht sie nicht selbst zu einem Monster, wie es in Neonomicon für den Ermittler aus Teil 1 gezeigt wird, sondern seltsam abgeklärt verbittert. Die Aussage, dass der Mythos nur jene zu grauenvollen Figuren macht, die selbst schon zutiefst vergiftet sind, wie eben der rassistische Cop aus The Courtyard, ist recht naheliegend. Die Erzählung aus Sicht einer weit zugänglicheren, menschlicheren Figur ist im wahrsten Sinne des Wortes quer zu der anderen zu lesen. Und mit Neonomicon beginnt auch eine Sichtweise auf die Wesen des Mythos, die sich in Providence noch fortsetzen wird. Die Kreaturen aus der Tiefe, dem All, dem Jenseits sind fast menschlicher, nachvollziehbarer als die Menschen, die sich mit oder gegen sie zusammenschließen. In pornografischer Wüstheit wird gezeigt, dass Mythoswesen für die eigentlichen Täter Nervenkitzel und Sexspielzeug sind. Eine fast banale, konsumorientierte Nutzung des Fremden und Bizarren. Providence spielt schließlich in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, nachdem Courtyard und Neonomicon in einer etwas vage gehaltenen Moderne angelegt waren. Der Titel bezieht sich auf die Heimatstadt Lovecrafts, mit der er sich immens identifiziert hat, passt aber mit seiner wörtlichen Bedeutung der Vorsehung auch ohne diesen direkten Bezug hervorragend zum Thema. Hier begleiten wir, auch wieder in waagerechten Streifen, einen queeren jüdischen Journalisten auf einer Reise weg von seinem Job in New York zu Orten in Neuengland. Hier werden die Mythosorte mit ihren realen Vorbildern vermengt, reale Bedrückung der Zeit mit kosmischem Horror verwebt und eine große Einsamkeit und Fremdheit des Erzählers verwendet, um einen etwas distanzierten, aber faszinierenden Blick auf die Einflüsse zu werfen, die sich in Lovecrafts Texten wiederfinden. Der Erzähler, etwas haltlos in seinem Leben und Job nach dem Selbstmord eines Geliebten, besucht einen Arzt mit einer ungewöhnlichen Erkrankung, die dieser durch Experimente selbst erzeugt hat, und tauscht sich mit ihm über geheimnisvolle, angeblich in den Wahnsinn treibende Bücher aus und ein unsichtbares Amerika des Verborgenen, der im Geheimen Lebenden. Auf der Suche nach einem der erwähnten Bücher und seiner komplexen Überlieferung kündigt der Journalist seinen Job und beschließt, Autor zu werden. Ab hier begleiten wir ihn in Comic-Panels und in Auszügen aus seinem Ideensammelbuch zu Kultisten mit tiefen Wesen zusammenlebenden Küstenstädtchen und verbitterten Magierfamilien. Jede Begegnung ist eine etwas verschobene Blickweise auf eine Lovecraft-Geschichte. Oft sind die Namen identisch, wie bei Polizist Tom Malone, und dafür die Identität etwas verändert. Andersherum begegnen wir der Familie Wheatley aus dem Horror von Dunwich, die hier jedoch Wheatley heißt. Der Erzähler bleibt dabei immer einen Schritt davon entfernt, den Mythos wirklich zu erkennen.
Visionen sind Folgen eines Gaslecks, die Verehrung einer Meeresgottheit eine kuriose christliche Kirche mit vielen Tippfehlern und wenn die Wheatley-Tochter mit ihrem unsichtbaren, monströsen Kind redet, so ist das nur ihr eigener Wahnsinn und ihr Trauma durch den Missbrauch, den sie erlebt hat. Providence ist viel zurückhaltender als die fast aufdringlichen Anspielungen von Courtyard und die verstörenden Sex- und Gewaltorgien von Neonomicon. Der Tonfall ist melancholisch und erkundet, welche Weltstimmung und welche Umgebung zu einer Literatur wie dem Mythos geführt haben kann, will aber keine Ausreden für Lovecrafts abstoßende Eigenschaften finden. Im Gegenteil, durch die Augen des queeren Sohns einer jüdischen Familie erzählt und mit dem Mitgefühl für die Personen am Rande der Gesellschaft, die Verachteten und Ausgestoßenen, wird die ganze Mythos-Kategorisierung von fremdartig gleich schlecht und abweichend gleich abstoßend auf den Kopf gestellt. Das heißt nicht, dass Alan Moore als Autor hier nicht auch mal das N-Wort fallen lässt und es den rassistischen Kleinstädtern in den Mund legt, denen unser Erzähler begegnet. Providence ist die stärkste der Erzählungen und zugleich mit den anderen beiden Geschichten über Orte und Figuren verbunden, baut für sie den Untergrund. Zudem sind die vier Hefte von Providence in diesem Band nur ein Drittel der Originalreihe, das heißt, vom Besten kommt noch mehr. Die Zeichnungen haben ein klares Gespür für die fast manische Detailarbeit von Moore und bieten ausdrucksstarke Figuren und Gesichter. Speziell in Providence wird die Stimmung auch stark über die Blicke, die Leere der Landschaft und die Farbwahl ausgedrückt. Die Übersetzung ist gut, macht nur an ein paar speziellen Stellen stutzig, wenn die Person am Empfang eines Hotels in den Ideensammelseiten mal ein Mann, mal eine Frau ist. Aber das kann auch im Original schon Absicht gewesen sein, da der Erzähler seine Liebe zu dem in den Selbstmord gegangenen Mann durchaus mit Frauennamen verbrämt und in seinen Träumen Figuren verschiedener Geschlechter übereinander legt und verschmilzt. Providence Band 1 ist eine bemerkenswerte, nicht immer sehr geschmackvolle, teils ordinäre Auseinandersetzung mit Lovecraft und dem Mythos, die selbst in schwächeren Parts faszinierende Ansätze enthält. Klare Warnung vor sexueller Gewalt und Rassismen sei hiermit angebracht. Vor allem dank der vier Hefte Providence erhält der Band insgesamt 8,5 von 10 Punkten. Als Bonus sind in der Sammelausgabe einführende und erklärende Texte mit dabei, die Entstehung und Bedeutung des Werks beleuchten, sowie eine umfangreiche Covergalerie. Grenzland ist eine deutsche Cthulhu-Kampagne, die Investigatoren auf eine Reise von Berlin nach Ostpreußen schickt, mit Besuch in Danzig, und sie auf die Fährte einer Gruppe von Verschwörern setzt, die einen eigenen Kultistenstaat gründen will. Das Setting ist dabei angenehm unverbraucht und die Geschichte einer Kultistengruppe, die auf verschiedene Weise zu dem wahnsinnigen Unternehmen eines eigenen Staats beiträgt, aber auch ihre eigenen Feindschaften birgt, interessant. Grenzland hat damit das Potenzial, eine wirklich denkwürdige Kampagne zu sein, die sich über mehrere eher als Sandboxen angelegte Orte zu einem festen und einem noch größeren optionalen Finale zieht. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Texte teils mit ihrer eigenen Struktur hadern und die Handlung durch unnötig viel Nadelöhre führen. Es beginnt direkt damit, dass die Ermittler in Gefangenschaft erwachen und entkommen müssen. Ein Einstieg, den ich persönlich schwierig und zu oft genutzt finde, aber es in der Folge leichter macht zu erkennen, dass an den Ermittlern Experimente durchgeführt wurden. Das müssen sie erstens verstehen, dann zweitens entkommen und drittens idealerweise Hinweise finden und verstehen, die sie zu den nächsten Schritten führen. Dabei sind die Investigatoren jetzt für viele der Gegenspieler bekannt und können sich schwer bei den Kultisten in Frage einschleichen, müssen es aber, um den Faden von einzelnen Hinweisen zu verfolgen. Und dass sie diesen Faden verfolgen müssen, um nicht durch die an ihnen durchgeführten Experimente zu etwas Grauenvollem zu werden, müssen sie auch zunächst begreifen. So ist vieles direkt beim Start der Kampagne schon etwas im Wackeln, was dringend notwendig ist, um die Handlung überhaupt weiterspinnen zu können. Dabei wird bei jedem besuchten Ort durchaus gewissenhaft eine Liste von Personen und Orten geliefert und alles ist mit, für die Stimmung teils etwas seltsam, naiv bunte Karten versehen. Aber die entscheidenden Infos für das Geschehen verbergen sich in Fließtexten, langen Aufzählungen und einzeln eingestreuten Kästen. Oft sind die Informationen, die als einzige den Hinweis auf den nächsten Ort bieten, nur an einem einzigen Ort zu finden, wie eine beiläufige Erwähnung eines Drogennamens und wo die Substanz vielleicht produziert wird. Gerade bei einer Kampagne mit der Grundidee, dass die Orte teils in unterschiedlicher Reihenfolge angegangen werden können und dass die Orte selbst als eine Art Sandbox funktionieren, wären mehr mögliche Ansatzpunkte und weitergestreute Hinweise wünschenswert gewesen. So ergibt sich, wenn man dem gedachten Handlungsstrang wie vorgeschlagen folgt, eine spannende Geschichte mit guten Szenen, aber es fehlt oft an Alternativen. Es wirkt wie die Niederschrift einer Testrunde, die deren Vorgehen verfolgt und teils sehr spezifische Beispiele für Aktionen bringt, aber die Breite der möglichen Handlungen etwas außer Acht lässt. Das wird nur noch verstärkt durch eine seltsame Angewohnheit im Text, dass immer mal wieder die Ermittler machen jetzt XY geschrieben wird, als seien die nächsten Aktionen jeweils festgelegt und nicht Entscheidung der jeweiligen Gruppe.
Ähnlich wird mit den Ideen und Eindrücken verfahren. Die Ermittler rechnen jetzt mit XY oder sie sind erschüttert. Die vorgesehenen Lösungen für große Probleme sind dann teils auch etwas weit hergeholt und erfordern das Überleben und den Kontakt mit NSCs, die aber sehr leicht übersehen oder getötet worden sein können. Wie das Sprengen einer Anlage mit Sprengstoff, auf den man kaum Hinweis hat, und mit Hilfe, die vermutlich zu dem Zeitpunkt schon tot ist. Oder ein entscheidendes Artefakt für einen Abschnitt wird nicht weiter beschrieben, als müsse man schon wissen, worum es sich dabei handelt. Monster tauchen teils aus dem Nichts auf, mit Erklärungen, die die Ermittler nicht werden erfahren können, und Nebencharaktere sind ein wenig Hit und Miss in ihrer Tiefe und Charakterisierung. Wenn eine Kultistin einfach auf ein verruchtes Mädchen, das seine Reize einzusetzen weiß, eingedampft wird, greift man schon tief in die Klischeekiste der überkommenen Geschlechterrollen. Es wird also viel Arbeit von der Spielleitung fordern, eine Übersicht über Grenzland zu bekommen und eine Runde sinnig hindurchzusteuern. Wenn das gelingt, entfaltet sich eine epische, dreckige, spannende Geschichte mit Monstern, U-Booten, vom Schicksal getroffenen Hansestädten an der Ostsee, finsteren Wäldern, Menschenversuchen und Avataren von Mythosgottheiten. Und einer etwas seltsamen Einstreuung des Erbes von Immanuel Kant, weil man zwischendurch in seiner Heimatstadt ist. Ein, zwei schärfere Blicke auf die Struktur und die Texte hätten der Kampagne geholfen, bemerkenswert zu werden. So ist sie eher eine sehr volle Sammlung an Szenen und Orten, für die man sich die Verbindungsfäden aus dem ganzen Potpourri herausfischen muss. Für das Potenzial, gemindert durch die konkrete Umsetzung, erhält die Kampagne 6,5 von 10 möglichen Punkten. War das nicht wieder eine Late-Night-Show? Tolle Themen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal mit einer Abmoderation, die dann zwar sehr ähnlich sein wird wie diese hier, aber garantiert eine vollkommen andere Aufnahme ist. Tschüss. Habibi, wie schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wenn du uns unterstützen möchtest und wir würden uns darüber ganz wahnsinnig freuen, alle, ganz sicher, dann drück doch bitte die Glocke, damit du neue Videos immer sofort auf deinen Bildschirm bekommst. Lass uns einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Wir lesen die auch wirklich und wir antworten drauf.